Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Elex. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir sind immer noch mit Duras unterwegs, der uns nach Goliath führen will. Und ich lasse mich hier gerne immer von anderen Dingen ablenken, wie diesem Gebäude hier. Allerdings haben wir da hinten wieder Banditen. Und ich gucke nochmal kurz, ob wir uns denen nähern sollten oder nicht. Nein, sollten wir nicht. Okay. Oh, nochmal ein Köcher. Wie viele Pfeile haben wir denn aktuell? 44. Das ist ja sehr geil. Mal bis jetzt noch gar nicht verwendet. Finde schon wieder reines Elex. Na, ich hoffe, hier schlafen die Banditen nicht. Es wird gerade dunkel. Nicht, dass sie herkommen, um sich hier hinzuhauen. Das wäre nicht so schön. Ich hatte gehofft, hier kommen wir auf das Gebäude. Kommen wir auch über uns ein Dach. Da unten rennt auch noch irgendwas rum. Ja, nicht zu nah ran. Nicht zu nah ran, Leute. Das könnte sonst gefährlich werden. Ich glaube, ich sollte mal eine Magnesiumfackel nutzen. Man sieht das hier alles so schlecht. So dunkel hier. Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Würden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen. Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey, ihr dummen Trottel! Bewegt eure Arsch und macht sie platt. Wofür seid ihr sonst hier? Oh, oh, oh. Oh, wir haben einen kleinen Elex-Trank hier, der uns 100 Erfahrung bringt. Den sollte ich gleich auch mal nehmen. Noch ein paar Heiltränke. Oh, Waffe ziehen? Von wo? Oh. Okay, kranke Pestratte. Ubi tot. Ihre Aufzeichnung haben wir doch gerade gefunden. Die haben doch nicht von der Pestratte hier gesprochen. Da man hat ja ganz... Ja. Oh, hier ist aber noch was. Ich glaube oben bei... Bei Duras, oder? Wo ist Duras überhaupt hin? Was geht denn jetzt hier ab? Hat er seinen Geduldsfaden verloren? Ey, der legt sich doch jetzt nicht mit diesen Banditen da hinten an. Ich hoffe, so dumm ist er nicht. Das sah gerade aus, als hätten wir eine Fernkampfwaffe gefunden. Outlaws.
Die haben aber auch gut Elexit dabei, das freut mich. Und noch ein Beil. Na, ich glaube, vom Elexit her haben wir schon gut was gesammelt. Mit dem, was wir sonst im Inventar haben, was wir dann auch verkaufen können, können wir uns auf jeden Fall schon mal ein paar Talente leisten, wenn wir in der Stadt sind. Darum ging es mir ja. Hey. Oh, da liegt ja noch mehr. Moment. Kommen wir da dran? Großer Elixitbeutel, jawohl. Ach, wir haben 17 Heiltränke und hier steht die ganze Zeit, dass wir einen trinken sollen. Ich glaube, ich mache das jetzt mal. So. Moment. Da müssen wir aufpassen, dann sind da oben die Banditen. Hey! Ich wollte gerade nur deinen Kollegen ausnehmen. Nur 5 Erfahrungspunkte, das ist ja eine traurige Ausbeute. Wir schwimmen mal ans andere Ufer. Auch von hier kommen wir auch gleich wieder zu Duras, wenn ich das richtig sehe. Wenn wir da dem Weg hoch folgen. Ich bin nur wieder mal neugierig, was sich hier befindet. Boah, hab ich gerade erschrocken. Ja, ich glaube, hier brauchen wir gar nicht groß weiter zu schwimmen. Wir haben doch für einen Elex-Trank bekommen. Das Beil können wir nicht nutzen, aber ich will ja eh keine Axtwaffen nutzen. So kleiner Elex-Trank. Kälte gestiegen, stimmt. Hatte ich auch noch erwähnt. Das sollte man ja nicht so unbedingt machen. Ja, wir sind auch weit von Stufe 4 entfernt. Ich weiß nicht, ob wir nochmal aufsteigen, bevor wir nach Edan kommen. Wir sind ja schon fast da.
Edan, was sage ich? Wir sind ja in Edan, bevor wir nach Goliath kommen. Edan ist ja das Gebiet, Goliath ist die Stadt. Guras ist aber sehr weit vorausgegangen, oder? Oder bin ich so weit vom Weg abgekommen? Oh! Ich glaube, hier sind wir falsch, oder? Das sieht definitiv falsch aus. Guras, wo bist du? Du müsstest doch hier jetzt irgendwo stehen. Also los, ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Sie sind jedenfalls nicht ungefährlich. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Drücke L, um dein nächstes Missionsziel in deinem Adjutor zu markieren. Wir haben jetzt Refugium der Separatisten. Die Separatisten sind den Alps immer noch am nächsten, auch wenn sie nicht mehr derselben Direktive folgen. Wenn ich meinem Ziel näher kommen will, sollte ich mich mit dem Kopf der Separatisten unterhalten. Dazu muss ich ihn aber erst einmal finden. Irgendwo muss das Rattennest ja sein. Ja, und Gefährten? Wir können also Duras als Gefährten erhalten. Der Berserker Duras scheint ein vielversprechender Waffengefährte zu sein. Möglicherweise eine gute Verstärkung. Okay, aber wenn wir schon mal in Edan sind, wollen wir uns hier natürlich auch umschauen. Allerdings wird es gerade Nacht und das hat den Nachteil... Moment, hier haben wir noch einen Teleporter. Goliath. Jawohl. Das hat den Nachteil, dass niemand mit uns sprechen wird, weil alle in ihren Betten liegen und wir können nicht einfach so in Häuser reingehen. Das wird nicht gern gesehen. Und ich überlege, da wir hier ja auch gerade einen Teleporter vor der Nase haben, ob ich nochmal zu dem anderen Teleporter zurückreise, mich da nochmal umschaue. Da wollte ich ja auch noch ein bisschen erkunden. Und ich glaube, da hatten wir auch die Ruine mit den Betten, dass wir uns dann nochmal hinpacken und dann morgens dann hierher kommen, wo alle wieder frisch aus ihren Betten aufgestanden sind. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Haben wir hier noch... Ne, Goliath. Ah, jetzt wo ich das sehe, war hier in der Nähe nicht auch unsere Kony U4-Einheit? So,
So, das Relikt, was haben wir denn hier alles markiert? Der Hort, das Vor und Goliath. Welche Aufgabe ist denn aktuell? Ach so, überleben. Das heißt, das sind die Siedlungen der freien Menschen, das sind die Fraktionen, wo wir uns schon anschließen können. Oder wo wir zumindest den ersten Schritt dahin gehen, uns anzuschließen. Aber ich will jetzt mal das hier auf der Karte markieren. Sag ich doch. Das war nicht weit. Wenn es hier nach Goliath geht, müssen wir einfach dem Weg hinter der Brücke nach rechts weiter folgen. Du, das schaue ich mir jetzt aber an. Du Zuschauer. Oh, Setzerbrot. Reden wir mal nicht mit der Torwache. Oh, da kriegen wir nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Hallo. Hey du, hör mal. Was willst du? Ich suche einen Kerl, der angeblich hier in der Gegend noch vor kurzem gesehen worden ist. Sein Name ist Ray, schmieriger Typ. Er trägt meistens Outlaw-Klamotten, genau wie ich. Kennst du ihn? Das ist doch bestimmt der, der uns ausgeraubt hat. Was willst du von diesem Ray? Geschäfte. Nichts, was dich etwas angeht. Könnte sein, dass wir denselben Kerl suchen. Würde mich nicht wundern. Ray? Nie gehört. Na gut. Dann schönen Tag noch. Tschüss. Komischer Kerl. Anleitung für einen kleinen Heiltrank haben wir gerade gefunden. Das ist ja auch nicht verkehrt. Müssen wir aber auch Chemie für lernen. Okay. Mit einer Wasserflasche und mit kleinem Heilkraut. Wir haben kein kleines Heilkraut dabei. Echt nicht? Wir haben doch so viel gefunden, das kann doch nicht sein. Heilpflanzen haben wir. Mutantenkraut. Wir haben tatsächlich kein Heilkraut, nur kleine Heilpflanzen. Okay, ja, das ist ja albern. Da finden wir noch einen Dietrich. Ich stelle da mal die Leiter hier hoch. Ein bisschen Übersicht bekommen. Oh, noch ein paar Pfeile. Sehr schön. Und das sieht mir danach aus. Moment. Ja, hinter dem Tor dort. Da steht eine Wache. Da kommen wir wahrscheinlich nicht einfach so rein. Ich rede aber mal mit der Wache. Verschwinde von hier. Du hast hier nichts verloren. Ja, wenn wir jetzt einen Kampfwert von 2 hätten, könnten wir ihn ein bisschen drohen. Was ist das hier? Das hier ist der Schlund. Hier bringen wir alle Maschinen hin, aus denen wir das Elex extrahiert haben. Aber auch sämtliche andere Technik, die in Goliath verboten ist, wird hierher gebracht. Und jetzt verschwinde. Okay, dann eben nicht. Dann suche ich mal einen anderen Weg rein. Wir haben ja ein Jetpack, mein Freund. Nur wenn du nichts von Technik hältst.
das könnten wir schaffen, oder? Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass er uns nicht sieht. Das könnte sonst Probleme geben. Ich glaube, wir sind weit genug vom Tor weg. Ja, das dürfte er wohl nicht sehen. Oh, oh, oh. Wenn wir jetzt hier was nehmen und dabei erwischt werden, dann ist das schon Diebstahl. Wenn hier steht verboten, sollte man sich dabei nicht erwischen lassen. Abgeschlossen Energie, Bewegungssensor erhalten. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Ja, das finde ich ein bisschen blöd, dass man hier Aufgaben erfüllen kann, ohne sie angenommen zu haben. Energie. Cormac will, dass ich einen reparierbaren Bewegungssensor aus dem Schlund stehle. Will Cormac das? Dann gucken wir mal. So, Antitoxin, resistent gegen Gift, Effektdauer für 90 Sekunden. Oh, 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 was liegt denn da? Ein Presslufthammer. Ich glaube, jetzt können wir auch an Elexitadern Elexit abarbeiten. Analyse. Systemfehler. Crony! Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse. Absturz. Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Hm. 8% also? Tja, dann hast du mich ja ziemlich schnell aufgegeben. Neuberechnung. Überlebenswahrscheinlichkeit. Keine Abweichung erkannt. Schon gut, lassen wir das. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Ist offenbar etwas komplizierter. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel: Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel: Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sekundärziel: Edan nach Schwachstellen in der Berserkerabwehr auszukundschaften. Gescheitert. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Warum hast du dich von der Absturzstelle entfernt? Analyse erbrachte geringe Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders. Versuch wurde gestartet, die Missionsziele zu vollenden oder zurück zur Basis zu gelangen. Systemfehler. Dann wirst du auch nicht viel von meiner Exekution mitbekommen haben. Analyse. Negativ. Exekution sind Standardverfahren der Alps bei gescheiterten Missionen. Versagen wird nicht geduldet. Es schwächt das Kollektiv und ist wieder der Direktive. Ist mir bekannt. Exekutionen enden aber üblicherweise mit dem Tod des Delinquenten. Üblicherweise. Ja, ich schätze, ich hatte wohl noch einmal Glück.
Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Okay. Okay, interessiert die Wache nicht. Ich hatte gerade schon ein bisschen Sorge. So, wir sollten auf jeden Fall wieder so rausgehen, wie wir reingekommen sind und nicht vorne durch die Tür. Das könnte sonst Probleme geben. Oder schau mal, was wir hier so im Gebirge noch finden. Das wäre ja auch noch eine Idee. Hier geht's ziemlich weit hoch. Ich werde mal kurz speichern. Oh, das gehört wohl alles zu Goliath hier. Sag mal, da unten Ölbohrtürme? Dass ich hier runterfalle. Wir müssen wieder da hoch. Ach, wir haben doch eh einen Teleporter. Und ich wollte mich ja eh hier nochmal umsehen. Beim kleinen Lager. Hier haben wir noch Gegner. Tatsächlich, da sind kleine Gegner. Komm. Hey, tötet euch nicht gegenseitig. So. Wollen mir schon hier die Erfahrungspunkte klauen? So, genau. Hier haben wir uns nämlich noch gar nicht umgeschaut, weil Duras ja direkt vorgestürmt ist hier in die Ruine. Konnte es ja kaum erwarten, in den Kampf zu ziehen, um dann doch nur blöd rumzustehen und zuzugucken, wenn andere kämpfen. Hier können wir schon wieder hochklettern. Ist dann wieder die Überlegung, ob es den Aufstieg wert ist. Aber wahrscheinlich finden wir oben wieder Elexit. Und Elexit können wir gut gebrauchen. Geschoss. Ist wieder der Troll oder was es darstellen soll. Da müssen wir aufpassen. Und ich höre hier schon wieder Ratten. Ja. Komm mal her. Klong. Ah, gebratenes Fleisch am Lagerfeuer. Lecker.
Da sollten wir nicht nah ran. Da sollten wir nicht nah ran. Was ich jetzt noch versuchen werde, ich werde nochmal speichern und versuchen, hier diesen Turm auch hochzuklettern. Und gucken, ob da auch irgendwas Nützliches oben liegt. Der Aufstieg hier scheint ein bisschen schwerer zu sein, oder bilde ich mir das gerade nur ein? Ja, wir müssen warten, bis das Jetpack wieder aufgeladen ist. Ja. Hat doch gut geklappt. Das ist direkt über uns, das könnte schwer zu erreichen sein. Weil die Steuerung beim Flug nicht so einfach ist. Ah, hat trotzdem geschafft. Oh, das geht aber auch sehr weit hoch hier. Ah, okay, das war ein Fehler. Da habe ich mich mit meinem Auge ein wenig verschätzt. Schaffen wir es bis da oben? Das sieht schon fast ein bisschen weit aus. Oh, ich glaube nicht. Ah, okay. Zu Tode gestürzt, Leute. Okay. Da drauf landen. Ah, hätte fast geklappt. Nein, nochmal laden. Aber eigentlich müsste man doch da drauf stehen können. Diesen Streben. Ach. Einen Versuch mache ich noch. Oder was sehe ich hier gerade? Irgendwo noch eine weitere Plattform? Nö. Schon wieder zu Tode gestürzt. Aha, genau das hatte ich vor. Nein! Mach mal schnell laden. Da muss ich warten, bis mein Jetpack komplett aufgeladen ist. Dann können wir da oben auf diesen Verbund landen. Und dann dürfte es eigentlich klappen, dass wir da hochkommen. Und ich bin gespannt, ob es die Mühe wert ist, was ich hier fabriziere. Okay. So, und da haben wir die Plattform. Ja, sehr schön.
Da oben liegt auf jeden Fall ein Beutel, oder? Sehe ich das richtig? Okay. Das Feingefühl gefragt. Wenn wir da oben auf der Kante landen. Boah, das ist aber gemein. Nu, wir standen doch drauf. Verarsch uns nicht. Ja, gut. Wahrscheinlich ist es wieder so ein großer Beutel, wo 50 Elixit nur drin ist. Möchte ich schon fast wetten, dass es so ist. Und wir kommen noch nicht mal dran, jetzt bin ich... Aua! Okay. Gibt es keinen anderen Weg, wo wir noch landen könnten? Da hinten? Ah, geil. Ist genauso toll. Ich dachte, das wäre eine geschlossene Plattform. Nein, es ist alles offen. Aha. Ich sag's ja. Ein großer Elixirbeutel. Danke dafür. Okay. Und in den Ruinen war auf jeden Fall ein Bett. Oder ein Schlafsack hatten wir ja hier, ne? Dann schlafen wir mal bis zum nächsten Morgen. Dann sind wir auch wieder geheilt. Es regnet auch nicht mehr. Doch, tut es. Doch, das tut es. Ja, und dann nutzen wir den Teleport. Was ist denn jetzt hier markiert? Oh Gott. Aber wie weit ist er denn jetzt hin geflogen? Nordabessa. Eieiei. So, wir teleportieren jetzt erstmal hier nach Goliath. Aha, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ja, und dann würde ich sagen, betreten wir die Stadt. Und da eine kleine Warnung vorab für alle Leute, die die Piranha-Bytes-Spiele nicht so kennen. Wenn man eine Stadt betrifft, hat man immer sehr, sehr viele Charaktere, sehr, sehr viele Questgeber. Und diese haben auch eine Menge zu erzählen. Das ist also ein sehr dialoglastiges Spiel. Und ich werde natürlich mich auch mit allen unterhalten, denn die meisten Leute werden ja auch Missionen für uns haben. Ich gucke nochmal kurz, wie weit wir von Stufe 4 entfernt sind. Es könnte sein, dass wir durch ein, zwei Missionen, die wir hier erledigen, vielleicht nochmal aufsteigen könnten. Und dann hätten wir 4 Lernpunkte. Dann müsste ich mir mal überlegen, was wir mit unseren Attributpunkten machen, die wir noch haben, und welche Fähigkeiten ich mir dann belegen werde. Ja, so, und da es halt hier sehr viele Dialoge gibt, sehr viel zu tun in den Städten, man muss sich ja auch ein bisschen mit den Fraktionen vertraut machen, werde ich das wohl im nächsten Video erst in Angriff nehmen. Dann ist das heutige Video halt eben nur 40 Minuten lang. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Elex wieder mit dabei seid, wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.